Ja. Was nehmen wir zum Anzünden? Natürlich die gute, bewährte Birkenrinde. Oha. Ah, das ist ganz feines Zeug. Rein. Holz rein. Na gut, ja, dann muss ich das noch ein bisschen feiner aufbröseln, das Ganze. Also, wir schneiden gleich mal. Mal gucken, ob das. So, mal schauen, ob das jetzt geht. Die gute Birkenrinde. Nee, geht nicht. Ich probiere das gleich nochmal anders. Na, was ist das hier? Das Zeug. Meine Güte. Gut, dann müssen wir das mit dem Kienspan mal versuchen. Na, also. Nicht mal der Kienspan will zünden. Ja. Auch Knas. Ach, nee. Ach, Mann, ey. Da noch mal ein bisschen mehr. Ey, das muss doch brennen wie sonst was. Ach, Mann.
Nee. Irgendwie will das hier nicht. Was soll ich sagen? Tja, lieber nichts, ne? Jetzt. Nee. So. Ich hol mal jetzt mal von der Berge da hinten mal neuen Bergenzunder. Also diese ist zwar Berge, ist auch ganz fein, aber ich weiß nicht, ob da auch dieses Harz drin ist in der, weil dies war nicht die normale Berge, also nicht die Sandberge, sondern irgendeine andere Art. Also ich komme mal gleich wieder. Hiermit sollte das hoffentlich klappen, das Feuerchen. Oh Mann, ey. Aber jetzt. Jetzt oder nie. Lieber jetzt, ne? Was geht hier nicht? Aber das klappt doch sonst immer. Noch schön aufbauen, die Bergrinde schön fein machen, die trocken. Nee.
müssen später einiges rausschneiden aus dem Video. Nein. Wir versuchen es einfach mal ein bisschen scharklos. Los. Gut, wir sind momentan in keiner Notsituation, in keiner Survival-Situation. Insofern dürfen wir jetzt auch einfach mal das moderne Hilfsmittel benutzen. Sonst wäre das ja nie was. So, scheiß drauf. So, es brennt. Meine Fresse. Also alles hier rein. Holz rein. Ja, also so ein Flintstahl wird manchmal auch einfach überbewertet. Ganz einfach. Ja. Oder ich bin einfach zu doof dazu. Das kann natürlich auch sein. So, okay. Feuer brennt.